Nein, das ist nicht mein normales True Woman Outfit. Das ist mein Holy Girl Walking Outfit. Nicht zu verwechseln mit einem Hot Girl Walk. Das möchte ich klarstellen. Ich weiß nicht, wenn ihr nicht auf TikTok seid, wisst ihr wahrscheinlich nicht, was ein Hot Girl Walk ist. Das ist, wenn du ein passendes Walking Outfit trägst. Früher waren das Jogginganzüge. Du trinkst ordentlich, ziemlich viel Flüssigkeit. Eine sehr ernste Sache für Hot Girl Walker. Und du gehst und führst dabei Selbstgespräche. Du sagst sowas wie, ich brauche niemand, ich schaffe das, ich mache das alles super. Ich denke, krass, positiv. Ich könnte das jetzt mit der Bibel auseinandernehmen, aber ich sage nur, Psychologen haben Studien zu diesen Affirmationen durchgeführt und haben entdeckt, was sie überraschte. Sie funktionieren nicht. Aber es gab in früheren Zeiten eine Gruppe von Menschen, die die Kunst der Selbstgespräche praktizierte, und zwar auf eine sehr wirksame Art und Weise. Die Psalmisten. Sie führten Selbstgespräche, und während sie so mit sich redeten, stellten sie fest, dass es funktioniert. Ich habe auch gemerkt, dass es funktioniert. Woher ich das weiß? Ich habe es ausprobiert. Im Laufe der letzten 5 Wochen, aus meinem Bedürfnis heraus, mich zu bewegen und inspiriert von den Hot Girl Walks, habe ich beschlossen, mit den Holy Girl Walks anzufangen. Nun, ich hatte immer Wasser dabei, aber da hört die Ähnlichkeit auf. Denn wie ihr seht, ist dies kein passendes Outfit. Das sind Farmgirl-Sachen, denn ich lebe auf einer Farm. Meine Jeans, meine Sportschuhe, mein Flanellhemd, das ich trage, die Ziegen haben sogar ein Stück rausgerissen. Und wenn ich dann so spazieren gehe, denke ich über die Worte der Bibel nach. Und ich sage euch was, in nur 5 Wochen hat Gottes Wort mich verändert. Und zwar radikal. Als ich feststellte, dass das Auswendiglernen von Versen und das Nachsinnen über sein Wort auf eine intensivere und kraftvolle Art und Weise eine Erfahrung mit Gott ist, die uns über das Bibelstudium hinausführt und dem Wort ermöglicht, unser Herz und unseren Verstand zu durchdringen. Und statt dass deine Gedanken verrückt spielen, kannst du die Einstellung Jesu haben. Das hat mir etwas gezeigt. Ich wusste es schon vorher, aber das war jetzt die Bestätigung, dass meine Gefühle, meine Gedanken und die Schlagzeilen mein Denken nicht bestimmen dürfen. Jesus Christus wird meine Gedanken bestimmen und beherrschen. Und deine, wenn wir ihn lassen, wenn wir ihn darum bitten. Heute möchte ich euch deshalb einladen, dieselbe Erfahrung zu machen wie ich und den Himmel zu bitten, über eure Gedanken zu herrschen. Nun lasst mich euch das beste Beispiel geben, das ich kenne, eines Psalmisten, der das getan hat. David, Psalm 42, sehr bekannt. Ich lese euch vor, was David in Vers 6 schreibt. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Ich möchte, dass ihr kurz mal nachdenkt. Wann führte er Selbstgespräche und warum sprach er mit sich selbst? Nun, er sprach mit sich selbst, als er niedergeschlagen war, als er deprimiert war. War jemand von euch mal niedergeschlagen in den letzten Jahren? Ja, ihr alle. Und der Rest passt gerade nicht auf. Ängste und Depressionen haben in den letzten Jahren um 25% zugenommen. Wir versuchen uns von den Schlagzeilen nichts anhaben zu lassen, stimmt's? Was mich angeht, ich bin kein ängstlicher Mensch und schlafe normalerweise wie ein Stein, was ich liebe. Aber im Januar änderte sich das. Da fing es an, dass ich so 15 Minuten nach dem Einschlafen wieder aufwachte mit Angst. Furchtbarer Angst. Wovor? Vor nichts Bestimmtem eigentlich, aber wenn ich ehrlich bin, vor fast allem. Und das ist der Moment, wo dann auf einmal dieser Film in meinem Kopf abläuft, von dem ich nicht möchte, dass er abläuft. Kennt ihr das? Diese Stimme, die sagt, du schaffst es nicht und du wirst es auch nie schaffen. Wenn du wirklich Christ wärst, dann hättest du jetzt keine Angst. Habt ihr auch manchmal so eine Stimme, die sich in den unpassendsten Momenten meldet? Ehe man sich versieht, liegt man 3 Stunden wach und das Einzige, was beim Einschlafen hilft, ist Toast mit Erdnussbutter. Nun, was passiert, wenn man nicht schläft, ist, die Gefühle fangen an, immer negativer zu werden und auch der Körper leidet.
Es war wirklich ein schwieriges Jahr für mich und ich musste feststellen, dass meine Gefühle sich zu Wort melden. Manchmal werden diese Gefühle richtig laut aufgedreht. Wir haben aber das Recht, in Jesus Christus diese Gedanken abzuschalten und auf etwas anderes zu hören, auf eine andere Stimme. Auf die Stimme, die in unserem Herzen und in unserem Leben die Herrschaft hat. Dr. Martin Lloyd-Jones hat mal etwas gesagt, was es richtig gut trifft. Wenn die Gedanken kommen, meint er, sehr oft ist unser Elend darauf zurückzuführen, dass wir uns selbst zuhören, statt zu uns selbst zu sprechen. Hört nicht länger auf diese Gedanken, Mädels. Fangt an, euch selbst zu sagen, was wahr ist. Und deshalb redete David mit sich selbst. Wann? Als er down war. Warum? Um sich an die Wahrheit zu erinnern. Und mit wem redet er? Er sagt nicht, komm schon, David, du bist okay, schließlich bist du doch der König, Alter. Nein. Harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Er sagt sich nicht irgendwelche positiven Dinge. Er nimmt sich selbst vom Thron seines Verstandes, seiner Gedanken herunter. Er lenkt seinen Fokus, seine Gedanken von sich selbst weg, dahin, wo sie hingehören, auf Gott. Und Mädels, wir tun uns manchmal schwer damit, wenn das Gedankenkarussell erstmal in Gang ist. Und heute möchte ich euch darum bitten, dass ihr eure Hoffnung auf Gott setzt. Ich möchte, dass ihr erlebt, was ich in den letzten 5 Wochen erlebt habe. Ich lade euch dazu ein. Hört mal, ich bin keine schwache Frau. Aber selbst wir Leiterinnen, selbst wir Mütter, vielleicht sogar ganz besonders wir Mütter, müssen uns manchmal dazu ermahnen, die richtigen Gedanken zu denken und Gott einladen, in unseren Herzen und Gedanken zu regieren. Dazu möchte ich euch heute einladen. Wir tun das jetzt, indem wir einen Holy Girl Walk zusammen machen. Habt ihr Lust dazu? Ich führe euch durch Psalm 91. Ich führe euch durch diesen Psalm, weil ich ihn sehr passend finde. Psalm 91 taucht in einem Abschnitt der Psalmen auf, der als Buch 4 bezeichnet wird. Und in diesem Buch 4 geht es um die Herrschaft Gottes. Passt das zu dem heutigen Tag? Ja. Dieses Buch ist eine Sammlung von Psalmen, denen die Zerbrochenheit unseres Lebens und unserer Welt nicht entgeht, sondern die uns daran erinnern, dass wir sie durch die Linse der großartigen Souveränität Gottes betrachten müssen. Anders gesagt, in diesen Psalmen geht es darum, dass der Himmel herrscht. Also los, fangen wir an. Schlagt Psalm 91 in euren Bibeln auf. Ich mache das auch, obwohl das nicht unbedingt nötig ist, weil ich ihn inzwischen auswendig kann. Preist den Herrn. Das passiert, wenn man Holy Girl Walks macht und die ganze Zeit über das Wort Gottes nachdenkt. Lasst mich euch die ersten beiden Verse vorlesen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ich möchte, dass ihr einen Stift nehmt, wenn ihr wollt, und die Worte des Höchsten einkreist oder unterstreicht. Gleich hier, ganz am Anfang, wendet der Psalmist seinen Fokus von sich selbst weg und richtet seinen Fokus auf Gott. Anstatt schmeichelnde Worte zu benutzen, um durchzuhalten, blickt er auf Gott, den Höchsten, den Allerhöchsten. Das Wort hier, die Worte in Hebräisch, sind Elyon, Elyon. Es ist ein Wort, das oben bedeutet, aber es beschreibt Höhe im Verhältnis zur Niedrigkeit anderer Dinge. Es erinnert also nicht nur daran, dass Gott oben ist und ich nicht, er ist Gott, ich nicht. Gott ist hoch oben, nichts anderes steht über ihm. Was für eine wunderbare, kraftvolle Wahrheit, die wir brauchen in einer Welt, die so kaputt ist wie unsere. Amen. Er ist oben. Als ich so lief, und das ist, was passierte, als ich anfing, diese Holy Girl Walks zu machen und über diese Bibelstellen nachzudenken, der Herr lässt mich nach neuen Aspekten verschiedener Wörter forschen. Und ich habe mich gefragt, wann wurde der Begriff Elyon oder El-Elyon, Gott der Höchste, wohl zum ersten Mal verwendet? Wir sehen es an vielen Stellen in der Bibel und auch im Buch Daniel. Aber ich wollte wissen, wann es das erste Mal war. Also suchte ich danach und fand es in 1. Mose 14. Und zwar, vielleicht bleibt ihr am besten mit einem Finger in Psalm 91 und geht mit mir zu 1. Mose 14 zurück. Ich möchte, dass ihr diese Worte mit eigenen Augen seht. Nun, damals war gerade ein großer Krieg ausgebrochen. 4 Könige bekämpften 5 Könige. Die 4 Könige gewannen, weil sie von einem grimmigen König angeführt wurden, Kedorlaomer. Und während der Schlacht erfährt Abraham, dass Lot, sein Neffe, gefangen genommen wurde.
Also beschließt er, etwa 300 seiner Hirten zu nehmen und loszuziehen, um seinen Neffen Lot von den vier Königen zu befreien, die die fünf Könige besiegt hatten und die ein grimmiger König Kedorlaomer anführte. Und er siegt. Okay, ich sage es euch vor, aber ich hoffe, ihr denkt es auch. Der Himmel herrscht. Manchmal ist das ein Trost für uns in unserem Leiden und manchmal, ihr Lieben, ist es ein Siegesschrei. Denn der Himmel regiert. Und in diesem Fall war es so. Ich möchte aber, dass ihr seht, wer diese Worte gesagt hat. Wenn ihr mit mir in 1. Mose 14 seid, seht euch Vers 19 an. Es ist König Sodom, der diese Worte sagt. Und wir wissen von diesem Volk, dass es ziemlich böse war. Er sagt, gesegnet seist du, Abraham, von Gott, dem Allerhöchsten, die erste Erwähnung in der Bibel, dem Besitzer des Himmels und der Erde, wie gerade gesungen wurde. Er ist der Besitzer, alles gehört ihm. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Ich finde es erstaunlich, dass es ein Heide war, der zuerst unseren Gott Elion, Elion nannte, Gott, den Allerhöchsten. Und wisst ihr, was Gottes Geist mir gezeigt hat, als ich beim Holy Girl Work darüber nachdachte? Darum müssen wir so leben, als wenn der Himmel wirklich herrscht. Denn wenn wir so leben, als ob der Himmel herrscht, dann haben wir nicht nur eine andere Lebenseinstellung, sondern auch die anderen um uns herum sehen, dass der Himmel regiert. Die Verlorenen um uns herum sehen es und fangen an zu glauben, dass der Himmel herrscht. Unser Leben muss zeigen, dass wir es glauben. Und manchmal, wenn dieser Film in unserem Kopf abläuft, vergessen wir es. Wir müssen uns erinnern, dass er der Allerhöchste ist, dass ihm Himmel und Erde gehören. Er allein ist über allem. Und selbst wenn alles andere zusammenbricht, hält er es zusammen. Wenn uns die Dinge über den Kopf wachsen, steht er immer noch darüber. Er ist Gott, der Allerhöchste. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern und an das denken, was wahr ist. Was du über dich selbst denkst, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Tozer hat mal gesagt, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Gott denkst, ist das Wichtigste an dir. Wir müssen darüber nachsinnen und uns immer wieder erinnern, dass er Gott der Allerhöchste ist. Nun, an dieser Stelle, er erkennt Gott als den Allerhöchsten, da sagt der Psalmist, hier will ich verweilen. Ich möchte kurz auf dieses Wort eingehen. Als ich spazieren war, dachte ich, oh, das Wort verweilen ist interessant. Nach meinem Holy Girl Walk werde ich zu meiner Hobbyfarm zurückkommen, die ich liebe, wo mein gemütliches Kissen und mein weiches Sofa auf mich warten. Im Sinne von, da habe ich Geborgenheit erlebt und da will ich wieder hin zurück. Und die Einladung hier ist, dass Gott sagt, komm zu mir zurück, bring deine Gedanken hierher zu mir zurück, bleib hier, bei mir. Jeden Augenblick, jeden Tag, kehr zurück. Wenn die alte Leier wieder losgeht, entscheide dich bewusst dafür, wieder in Gedanken zu Gott, dem Allerhöchsten, zurückzukommen. Ich habe festgestellt, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, meine Gedanken auf Gott, den Allerhöchsten, zu richten, fange ich wirklich an, bei ihm zu bleiben. Und das habe ich über das Wort bleiben gelernt. Das Wort bleiben hat einen etwas anderen Touch als das Wort verweilen. Ich habe mich gefragt, was sagt das hier? Wiederholt es sich nicht? Nein, das Wort bleiben bedeutet, sich häuslich einrichten. Ihr geht nicht weg. Und Mädels, wenn ihr beginnt, Zeit mit dem Allerhöchsten zu verbringen, werdet ihr merken, dass eure Gedanken und euer Herz weniger weit abschweifen. Der Film, die Gedanken, sie sind nicht mehr so laut und ihr bleibt in der Gegenwart Gottes, weil ihr nie wirklich weggegangen seid. Ich möchte, das ist nicht leicht, denn manchmal bringen uns unsere Gefühle, unser Leben und unsere Umstände in Situationen, in denen wir eigentlich nicht sein wollen. Aber überlegt mal. Es besteht Uneinigkeit darüber, wer diesen Psalm geschrieben hat und wann. Aber worüber sich die Bibelwissenschaftler einig sind, ist, dass Daniel und die anderen Gefangenen in Babylon diese Worte gesungen haben müssen, während sie in Gefangenschaft lebten. Sie lebten dort, wo sie nicht leben wollten, in Umständen, in denen sie nicht sein wollten und betraten Orte, wo ihre Füße sie nicht hintragen wollten. Wo haben dich deine Füße hingetragen, wo du vielleicht gar nicht hin wolltest? Wo lebst du, wo du denkst, und da an dem Punkt, verweile bei dem Höchsten. Bleibe bei dem Allmächtigen. Da an der Stelle. Ich habe gemerkt, wenn ich längere Zeit an einem Ort verweile, dann werde ich auch bleiben. Das eine führt ganz natürlich zum anderen.
Nun, was macht der Psalmist in diesen beiden Versen? Er erinnert sich an das, was wahr ist. Denn wenn dieser Film erst einmal abläuft, leiden wir irgendwie an Gedächtnisschwund, oder? Wir vergessen, wer Gott ist und drehen uns nur noch um uns selbst. Wisst ihr, warum Johnny in der Nacht Trost fand, wie wir in ihrem Vortrag gehört haben? Sie war schon in der Gegenwart des Allerhöchsten gewesen, bevor sie in diese Situation kam. Ihr Herz war vorbereitet. Diese Bibelstellen waren in ihrem Herzen und in ihrem Kopf, weil sie ihre eigene Art von Holy Girl Walk gemacht hatte. Ich weiß nicht, wie der in ihrem Fall aussah, aber sie hatte es gemacht. Sie hatte ihr Herz auf diese Situation vorbereitet. Bereitest du dein Herz auf solche Situationen vor? Bereitest du dein Herz vor, sodass du, wenn die Katastrophe eintritt, in dem Allerhöchsten bleiben und zur Ruhe kommen kannst? Denn ich sage dir, was passiert, wenn du das tust. Du kannst es ab Vers 3 sehen. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Ich wünschte, ich könnte weitermachen hier, weil das so gut ist, aber ich muss aufhören und euch etwas erzählen, wo Gott mir geholfen hat, etwas zu sehen, als ich spazieren war und über diesen Vers nachdachte. Wir haben Pfaue auf unserem Hof. Die sind niedlich. Morgens kommen sie für Erdnüsse auf die Terrasse. Einmal hatten wir eine Zeit lang eine kleine weiße Henne namens Roxy, eine echte Persönlichkeit. Sie sah mir beim Bücherschreiben zu. Dann saß sie da und starrte mich an, während ich tippte. Nun, sie war plötzlich verschwunden. Ich war traurig, vermisste meine Gefährtin. Als ich insgeheim hoffte, sie würde wieder auftauchen, aber ihren Verlust betrauerte, war das so ein Tag, an dem die Gedanken in meinem Herzen sehr, sehr laut waren. Kennst du solche Tage? Und ich dachte, ich muss einfach mal raus. Vielleicht, wenn ich rausgehe und einen Tapetenwechsel mache, geht's mir besser. Aber so funktioniert das nicht. Deshalb müssen wir ja mit dem Allerhöchsten Zeit verbringen. Als ich draußen war, sagte ich, Jesus, ich muss wissen, dass du wirklich da bist, dass du mich siehst, dass du dich um mich kümmerst. Und da, in dem Moment, sah ich im Dämmerlicht weit hinten einen kleinen weißen Punkt auf einem Pfosten am Weideplatz. Und ich fragte mich, ist das vielleicht Roxy? Also begann ich dorthin zu gehen. Es waren ungefähr 200 Meter. Alle Hoftiere folgten Mama brav auf der Weide. Ich ging am Zaun entlang. Alle kamen mit, der fette Esel, die Zwergziegen und die Lamas. Das Pferd war vor mir da und stupste das kleine weiße Huhn an. Nun, da war irgendwas faul, denn Roxy war zwar lieb, aber sie konnte die anderen Tiere auf der Farm nicht leiden. Sie war sehr schreckhaft in ihrer Nähe. Ich wusste, da stimmt was nicht. Ich schob das Pferd zur Seite und dachte, okay, was mache ich jetzt? Dieser weiße Pfau verhält sich seltsam. Und da sah ich plötzlich zwei kleine schwarze Augen und einen winzig kleinen Schnabel unter ihrem Flügel hervorlugen. Ich trug sie in die Scheune zurück und dachte sofort an den Vers, er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du Zuflucht haben. Wisst ihr, wenn ein kleiner zarter Vogel von vielleicht 4 Kilo einem Pferd von 200 Kilo standhalten kann, dann versichere ich euch, euer Gott bewegt sich nicht von der Stelle, wenn ihr Schutz braucht. Aber ich möchte euch noch etwas anderes zeigen, was auf meinem Spaziergang passierte. Wisst ihr, ich möchte euch Mut machen. Studiert nicht so angestrengt. Denkt vielmehr über einzelne Wörter oder Satzteile nach. Bittet Gottes Geist, euch zu lehren. Als ich das tat, hat der Herr mir etwas über Federn beigebracht. Dies ist eine Pfauenfeder. Ich zeige sie euch nur, weil sie schön ist. Das ist eine Flügelfeder. Sie ist stark. Man hat sie zum Schreiben benutzt, weil sie so stark sind. Das hier ist eine Flaumfeder. Die sind wunderschön, sie sind zart und weich. Seht euch diese Daune an. Sie wirken beruhigend. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Wo Gott am sanftesten ist, möchte er dich bergen. Das ist gewaltig, unerschütterlich, aber auch sicher, heilsam und beruhigend. Wie kommt man dahin? Man kommt dahin, indem man verweilt. Nicht bei den alten Gedanken, sondern bei dem Allerhöchsten.
Er möchte, dass du genau an dieser Stelle verweilst. Und dann, meine Lieben, heißt es weiter, hört genau zu. Wisst ihr, das ist ein Wort, das ich wirklich nötig hatte. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Nun, das tat ich. Ich fürchtete mich. Die Nächte waren lang und schwer. Aber nachdem ich angefangen hatte, bei Gott zu bleiben, ganz neu, fing ich an, den Sieg darüber zu haben. Vor einer Woche, vor 7 Tagen, wachte ich wieder mit dieser Angst auf. Und ich dachte, weißt du was? Ich brauche keinen Toast mit Erdnussbutter mehr. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Und 10 Minuten später schlummerte ich wie ein Baby in der Geborgenheit und Sicherheit der Flügel meines Vaters. Ladies, das funktioniert. Wie viele von euch kennen diesen Trost und diese Sicherheit bereits? Wenn die Gedanken kommen wollen und du dich stattdessen dem Wort und der Wahrheit Gottes zuwendest und du richtest dich auf Gott aus, den Allerhöchsten, wie viele von euch haben das schon mal so erlebt? Warum vergessen wir es dann? Warum vergessen wir es? Heute ergeht die Einladung an dich, das Vergessen zu beenden. Denn hört, was er uns hier sagt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Warum? Weil du den Herrn zu deiner Zuflucht gemacht hast. Der Höchste ist deine Zuflucht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Bei Gott bleiben bringt uns unter seine Flügel. Bei Gott bleiben stellt uns in seinen Trost. Bei Gott bleiben bringt uns dahin, den Schrecken der Nacht zu überwinden und den Pfeil abzuwehren, der bei Tag fliegt. Ich weiß nicht, was dir Angst macht und welche Pfeile gerade auf dich zukommen, aber eins weiß ich, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, bei dem Allerhöchsten zu verweilen, musst du diese Dinge nicht fürchten. Er steht darüber. Sieh mal, wie er uns beschützt. Wie er uns beschützt, denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. An dieser Stelle möchte ich etwas sagen, weil ich glaube, dass wir diesen Psalm oft lesen und möchten, dass er das aussagt, was wir wollen. Macht jemand von euch das mit Gottes Wort? Wir lesen das und sagen, oh ja, ich bin Christ, also wird mir nie was Schlimmes passieren. Das verspricht mir dieser Psalm. Nein, das verspricht er nicht. Und bei der einen oder anderen von euch melden sich die Gedanken jetzt lautstark und ihr sagt, oh nein, Gott war keine Zuflucht. Ich habe Krebs bekommen, mein Mann hat mich verlassen und mein Kind hat sich vom Glauben abgewandt. Wo waren seine Flügel? Die Engel haben mich nicht getragen und mir das erspart. Wisst ihr, wir wollen diesen Psalm so lesen, als hätten wir einen Freifahrtschein, als würden uns die schweren Dinge im Leben erspart werden. Wir wollen glauben, dass wir die Ausnahme sind bei allem Bösen und Schwierigen. Aber halt, wir müssen das im Kontext der gesamten Schrift sehen. Jesus sagte, es steht in diesem Buch, auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Ihr werdet auf Schwierigkeiten stoßen. Lasst den Teufel diese Verse nicht verdrehen. Er wird es tun. Er hat es auch bei Jesus versucht. Es sind dieselben Verse, mit denen Satan Jesus in Versuchung führen wollte, als er in der Wüste war. So brachte er ihn auf die Zinne des Tempels und sagte, stürz dich hinunter, werden nicht die Engel auf dich aufpassen? Jesus ließ nicht zu, dass Satan die Schrift verfälscht. Und ich flehe dich an, tu du es auch nicht. Wir brauchen die Engel, weil wir in Schwierigkeiten geraten. Und wenn das passiert, können wir uns im Schutz des Allerhöchsten bergen. Die Sache ist die, wir neigen dazu, den Ruf von Daniel haben zu wollen, aber nicht die Höhle des Löwen, stimmt's? Und wir wollen das Wunder, aber nicht die Hitze des Feuerofens. Wisst ihr, es war in der Löwengrube,
Es war in der Löwengrube, dass Daniel entdeckte, wie mächtig Gott ist und dass er regiert und über die Mäuler der Löwen herrscht. Es war im Feuerofen, dass die drei Freunde entdeckten, dass Gott mit ihnen in der Hitze war, mitten im Feuer. Und es war in diesem schrecklichen Jahr, dass ich entdeckt habe, wie tröstlich es ist, unter den Fittichen Gottes, des Allerhöchsten zu leben. Es gibt Lektionen über Gott, die wir nur in diesen schweren Stunden lernen und nicht an den leichten Tagen. Gott hat bestimmte Eigenschaften, die wir nur in der Löwengrube, im Feuerofen und im Schrecken der Nacht erfahren. Und er möchte, dass wir sie kennenlernen und lädt uns ein, ihn in diesen Situationen zu erfahren. Wie beendet der Psalmist diesen Psalm? Nun, was jetzt kommt, finde ich echt stark. Habt ihr gemerkt, dass Vers 14 in Anführungszeichen steht? Dieser Film, der in Davids Kopf ablief, der ihn dazu veranlasste, bei dem Allerhöchsten zu verweilen, sodass er anfing, mit sich selbst zu reden, genau das habe ich in den letzten 5 Wochen erlebt, nachdem ich begonnen hatte, mit mir selbst über den Allmächtigen zu sprechen und nicht über mich. Als ich bei ihm verweilte, als ich in seiner Gegenwart blieb, habe ich den Grund erfahren, warum der Psalmist diese Worte in Anführungszeichen gesetzt hat. Warum die Anführungszeichen? Weil er jetzt beginnt, die Stimme Gottes in seinem Kopf zu hören. Denn es ist Gott, der hier zu ihm spricht. Und er sagt, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Hörst du diese wundervollen Verheißungen Gottes? Er wird dich erretten, er wird dich beschützen. Vielleicht erspart er dir nicht das Leid, aber er bringt dich durch. Er wird dein Schreien erhören. Er wird in der Not bei dir sein. In den Nächten, in denen ich nicht schlafen konnte und mich mit Psalm 91 befasste, konnte ich ihn spüren, mitten in der Angst. Er hat mich gerettet. Er will dich zu Ehren bringen. Er will dich sein Heil schauen lassen. Hast du das schon mal erlebt? Hat jemand von euch diesen Allmächtigen in ihrem Leben bereits erfahren? Ich habe ihn auf jeden Fall in den letzten Wochen erlebt. Aber wie kommen wir dahin? Ich möchte sehr vorsichtig damit sein. Sind hier ehrgeizige Mädels unter uns? Okay, das hier ist für euch. Ihr müsst das hören. Ich weiß, wovon ich rede. Deshalb muss ich das sagen. Es ist nicht euer Bleiben und Verweilen, was dies alles möglich macht. Das ist Teil davon. Es ermöglicht euch, es zu empfangen. Aber oft in meinem Leben denke ich, dass es von meinem in Gott Bleiben und meinem Bibelstudium abhängt. Wisst ihr, ich bin eine von denen, die immer alles richtig machen wollen. Ist das bei dir auch so? Schau dir mal Vers 4 an. Seine Treue ist Schirm und Schild. Seine Treue. Nicht deine. Es geht nicht um deinen Glauben an dein in Gott bleiben oder dein Glauben an dein Glauben. Das führt dich nicht dahin, den Allerhöchsten zu erleben. Wir sind hilflos. Wir sind hilflos. Es ist der allmächtige Helfer. Es ist seine Treue. Sie ist Schirm und Schild für uns. Wenn du deinen Glauben auf Gottes Treue setzt, wird sie ein Schild für dich sein. Darauf müssen wir unseren Glauben ausrichten. Geht nochmal mit mir zurück zu 1. Mose 15. Als ich letzte Woche so beim Gehen darüber nachdachte, da kam mir in den Sinn, nochmal dahin zurückzugehen, wo Gott zum ersten Mal als der Allerhöchste bezeichnet wird. Ich dachte, ich will mir den Kontext ansehen. Ich will sehen, was Gott da vielleicht für mich hat. Als ich so spazieren ging, zeigte Gott mir das hier. Also seht euch Kapitel 15 an. Das ist kurz nachdem das erste Mal von El Elyon die Rede ist. Das ist einer der wichtigsten Abschnitte in 1. Mose und hat unglaubliche Auswirkungen auf uns heute. Lasst mich lesen, was in Abrahams Leben geschah. In 1. Mose 15,1 steht, nach diesen Begebenheiten, das heißt nach der Schlacht, nachdem er das Wort El Elyon gehört hatte, kam das Wort des Herrn zu Abraham in einer Vision. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild,
und sehr großer Lohn. Gottes Treue ist der Schild. Er selbst ist der Schild. Wir können uns nicht selbst schützen. Aber Abraham fragt, wie Gott? Weil, wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr, dass nicht alles so ausgegangen ist, wie er es sich erhofft hatte, wie auch für uns nicht alles so ausgeht, wie wir es uns erhoffen. Auch er hatte Dinge in seinem Leben, die sich nicht richtig anfühlten. In Vers 9 sagt Gott, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Nun, diese Worte bedeuten uns nichts. Sie klingen wie eine Einkaufsliste. Aber für Abraham waren sie bedeutsam, denn das war die Sprache des Bundes. Nun gibt es in unserer Sprache keine Kategorie dafür, wir sprechen nicht in der Sprache des Bundes, aber Abraham wusste, dass es sich hier um die höchste, heiligste Beziehung handelte und dass der Allerhöchste ihm anbot, in diese Art von Beziehung einzutreten. Er wusste, was das bedeutete und war deshalb wohl skeptisch. Wahrscheinlich hatte er auch Angst, weshalb Gott wohl seine Rede mit »Fürchte dich nicht« begann. Denn ein Bund bedeutete, wir werden einander so treu sein, dass wenn der Bund gebrochen wird, das schwerwiegende Folgen haben wird. Und als Symbol für die Ernsthaftigkeit dieser Folgen teilten sie die Tiere in zwei Hälften und legten die Teile auf zwei Seiten. Dann gingen sie in der Mitte durch die blutigen Teile und sagten dabei, möge es mir so ergehen wie diesen blutigen Teilen, wenn ich diesen Bund breche. Würdest du dich fürchten? Ich bin Gott, dem Höchsten, manchmal so untreu. Meine Sünde ist so hässlich. Ich glaube, Abraham zitterte in seinen Sandalen. Aber seht, was er tut. Seht, was Gott tut. Gott weiß, dass er wahrscheinlich nicht treu sein kann. Und deshalb seht euch Vers 12 an, nachdem das Opfer vorbereitet war. In Vers 12 heißt es, und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen. Als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Warte, was? Moment mal, passiert hier nicht gerade etwas Heiliges? Wird hier nicht gerade dieser wunderbare Bund geschlossen? Ja, und Gott weiß, dass Abraham seinen Teil der Abmachung nicht einhalten konnte. Also lässt er ihn einschlafen. Und dann seht euch Vers... Und dann seht mal, oh... Seht euch Vers, ich bin noch nicht mal in Kapitel 15, seht mal, wie blond ich bin. Vers 17, dies ist ein heiliger Vers, o Herr, bitte mach ihnen den Vers so heilig wie mir, trotz meiner Tollpatschigkeit. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Wir sehen in der gesamten Schrift, dass Gott oft als Feuer oder Flamme erscheint. Gott selbst ging zwischen diesen Stücken hindurch, während Abraham schlief, und sagte, wenn dieser Bund gebrochen wird, und er wusste, es würde passieren, dann werde ich wie diese blutigen Stücke werden. Und er war es. Mein Jesus, dein Jesus, war voller Blut, weil wir so oft den Glauben verlieren. In der Dunkelheit der Nacht, wenn der Pfeil kommt, schwindet uns der Glaube und wir werden so furchtsam. Wir lassen den Film im Kopf laufen, obwohl wir eingeladen sind, zu ruhen und zu verweilen und zu bleiben. In der Gegenwart des Allerhöchsten. Meine Lieben, ich lade euch ein. Das Werk ist vollbracht. Wisst ihr, ihr eifrigen, ehrgeizigen Mädels, es gibt nicht viel, was ihr tun könnt. Ruht in Jesus Christus. Ruht in dem vollendeten Werk Gottes. Wisst ihr, warum ich mit den Holy Girl Walks angefangen habe? Weil ich ein Workaholic bin, ein Streber. Aaron Davis nennt uns beide Streber hoch drei. Und so war das Spazierengehen meine Art zu sagen, ich gehe jetzt spazieren. Es kann sein, dass ich eine Stunde oder anderthalb Stunden weg bin. Ich will einfach auf meinem Walk mit Gott zusammen sein. Und den Rest der Welt überlasse ich dem Allerhöchsten. Diese Spaziergänge sind meine Art, mich auszuruhen. Und ich will euch sagen, was passiert ist. Ich bin anders. Nach nur 5 Wochen. Meine Gefühle sind zur Ruhe gekommen. Noch vor 6 Wochen war ich ein Wrack. Ich war furchtsam und ängstlich
und sehr, sehr müde und launisch. Ich schlafe nachts. Nicht jede Nacht, nicht immer. Aber wenn die Angst mich weckt, weiß ich, was ich mir selbst sagen muss. Ich führe Selbstgespräche. Ich spreche mit mir über den Allerhöchsten. Und ich muss dir von dem Bonus erzählen. Ich muss dir von dem Bonus erzählen. Willst du das wissen? Vor 8 Jahren hatte ich mir meinen Rücken schwer verletzt. Und in diesem Jahr wurde es durch den Schlafmangel so akut, dass ich viel weniger leisten konnte und chronische Schmerzen hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich dieses Wochenende überstehen sollte vor 6 Wochen. Irgendwie hat der Herr im Laufe von 5 Wochen, in denen ich diese Spaziergänge gemacht habe und in ihm geblieben bin, auf wundersame Weise meinen Rücken geheilt. Der Himmel herrscht. Wisst ihr, warum er meinen Rücken geheilt hat? Wegen der Spaziergänge? Keine Ahnung. Ihr kennt ja bestimmt die körperlichen Zusammenhänge. Aber eins weiß ich, ich sehnte mich nach Jesus. Ich wollte bei Gott, dem Höchsten, verweilen. Und ich bekam ein wunderbares Geschenk vom Herrn. Und ich bin da so dankbar für. Ihr Lieben, ich lade euch ein, das auch zu erleben. Diese emotionale Stabilität, den Frieden im Herzen und im Leben. Und wie macht man das? Ihr schaltet die Gedanken ab und redet mit euch selbst und erinnert euch daran, wer Gott ist. Und dann ruht ihr darin. Ihr ruht darin. Wie sieht das bei euch aus? Wo müsst ihr zur Ruhe kommen? Vielleicht muss dein Haus gar nicht Pinterest perfekt sein. Vielleicht, wenn du Freunde einlädst zum Essen, musst du sie nicht mit einem 6-Gänge-Menü beeindrucken. Manchmal reicht das Fertiggericht völlig aus. Schaffe Raum in deinem Herzen und in deinem Leben für das Verweilen bei Gott. Tust du das? Hör mal, weißt du was? Wenn du wirklich süchtig bist nach deiner Arbeit, deiner Leistung und Perfektion, dann mach diese Holy Girl Walks. Geh von deiner Arbeit weg. Und während du gehst, gehst du nicht von etwas weg, sondern auf Gott zu. Ich möchte nur mal wissen, gibt es diese Eifrigen hier unter uns, die hören mussten, dass sie in Jesus ruhen sollen? Ich möchte, dass du aufstehst, wenn du das bist. Steh auf, wenn du das bist. Du musst unter den Schirm des Höchsten kommen und im Schatten des Allmächtigen bleiben. Du musst damit aufhören, auf deinen eigenen Glauben zu bauen, auf dein Bibelstudium, deine Fähigkeit, bei Gott zu verweilen oder deine Fähigkeit, in ihm zu bleiben. Fang damit an. Heute. Verpflichte dich heute, dass du ab sofort an seine Treue glauben wirst. Himmlischer Vater, ich bete für diese Frauen. Wir stehen vor dir und sagen, Vater, wie oft glauben wir die Lüge, dass alles von uns abhängt. Vergib uns. Vergib uns, Herr. Es ist der Film in unserem Kopf. Wir müssen alles tun, alles sein. Wir müssen es richten. Herr, vergib, dass wir das immer wieder glauben. Ich bete für jede Frau, die jetzt hier steht. Ich weiß nicht, was es für sie heißt, zu ruhen. In dir zu ruhen. Aber sprich du bitte zu ihrem Herzen und fordere sie zu der Erfahrung auf, die ich diese 5 Wochen mit dir gemacht habe, auf den Spaziergängen. Lehre uns, zur Ruhe zu kommen. Und die alte Leier in unserem Kopf durch die einzig nötige Wahrheit zu ersetzen. Der Himmel herrscht und du bist Gott, der Allerhöchste. Amen.